Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge bei mir hier auf der Fischtal. Ja, in der letzten Folge haben wir die Kühe gekauft, ne? Also, warte, jetzt muss ich mal gerade hier, so. In der letzten Folge haben wir hier die Kühe gekauft und wir haben die ja mal ein wenig versorgt, ne? Also mit Stroh und mit, ja, und mit Futter, ne? Also da passt auf jeden Fall noch ganz, ganz viel rein, ne? Und wir gehen jetzt mal her mit unserem Valtra, mit unserem neuen. Mit dem fahren wir jetzt erstmal hier vorne hin. Wir hängen erstmal den Anhänger ab, weil den werden wir erstmal verkaufen. Ich habe auch gerade mal gesehen, ob ich irgendwelche Autodrive-Kurse finde. Habe auch gerade noch mit ein, zwei Leuten gequatscht, noch nebenbei, noch auf dem TS bei uns. Aber irgendwie für die Fischtal, da gibt es noch nichts an Autodrive-Kursen. Leider. Ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir können ja gegebenenfalls die ja auch selber einfahren, ne? Das geht ja auch. So, passt mal auf. Wir werden jetzt erst einmal hier den kleinen Wald dran nehmen. Hängen wir erstmal den Frontlader ab, den brauchen wir ja nicht. So. Boah, ich bin total fasziniert, ne? Ganz ehrlich. Also, ohne Witz. Wie gesagt, ich hatte ja auch schon mal erwähnt in anderen Videos oder so, es gibt ja auch keine schlechte Marken, egal welche Marke, ne? Aber ich bin hiervon, weiß ich auch nicht. Ich bin hiervon total fasziniert. Ich finde die cool. So. Klar kann man auch hier und da mal wechseln, ne? So andere Marken oder so. Das geht ja alles. Aber ich finde das schön. So, wir fahren jetzt erstmal den Anhänger verkaufen. So, und wie gesagt, für die Leute, die vielleicht auch jetzt zum ersten Mal einschalten, erstmal herzlich willkommen, da ihr da seid. Freut mich. Und ja, wie gesagt, hinter hier ist ja so mehr oder weniger so ein Let's Play, Gameplay, wie auch immer. Ne? Soll von meiner Seite aus total entschleunigt sein. Und so alles so nach und nach, ne? So. Wir machen uns hier keinen Stress bei dem Projekt. So. Wir machen eins nach dem anderen. Total easy. So. Dann lassen wir den mal hier stehen. So, und den tun wir jetzt erstmal veräußern. Jetzt gehen wir her. Wir gucken jetzt mal, wir haben ja nur diesen Autolaut-Anhänger. Haben wir noch irgendwas in Miete? Ne, wir haben gar nichts in Miete. Alles, was wir an Gerätschaften haben, gehört uns. Das ist gut. So, wir können ja mal hier gucken. So, passt mal auf, hier passen 8000 rein. Wir brauchen ja keinen Riesenanhänger, ne? Ich möchte aber auch nicht gerade unbedingt einen Drehschemel haben, aber... Was ist denn hier mit? Hier passen... Ja gut, 18, der ist wieder so hoch, ne? Ja gut, aber ich werde da auch nichts anderes. So, beispielsweise 12.000. Hier, guckt mal, der wird doch schon genau passend für uns. Den können wir auch so lassen. Wir machen nur ein anderes Nummernschild dran. So. Ach, Menno. Warte mal. Falschen Knopf gedrückt, du. Genau. So, den kaufen wir uns. Den nehmen wir dann. Ja, das passt. Damit kommen wir auch auf jeden Fall unter die Produktion drunter, haben 12.000 Liter, die wir laden können. Und das ist doch mehr wie gut. So, und dann
müssen wir natürlich auch wieder sehen, dass wir die Produktion befüllt bekommen. Aber ich glaube, so die Produktion befüllen und so, das mache ich alles so mal nebenbei. Ne? Also das kann ich so ein bisschen offscreen machen in dem Sinne, weil da brauche ich ja jetzt nicht unbedingt, also ich sag mal so, das sehe ich jetzt nicht gerade so viel Sinn drin, dass ich jetzt hier eine ganze Folge mache, wo ich nur eine Produktion befülle mit Ballen, die ja prinzipiell eh läuft, ne? Also wenn man mal ehrlich ist. Aber so das ganze Hofgeschehen, denke ich mal, das wird schon für den einen oder anderen so interessant sein, wie so die Gedanken sind. Was können wir machen? Und wie wir was aufbauen, ne? Die Felder sind auf jeden Fall alle bestückt, das ist sehr, sehr gut. Wir müssen natürlich auch mal gucken, was wir mit den Schafen machen. Wartet mal, ich drehe mal hier. Ja. Hiermit können wir nämlich richtig schön hier drunter fahren und das passt auch von der Höhe. Das ist doch super. So, und so können wir den jetzt erstmal befüllen lassen. Das ist gut, das läuft, super. So, und jetzt können wir hier natürlich auch mal wieder Heu, Stroh und Ganzpflanzensilage Ballen reintun. Können ja mal hier gerade gucken. So, Rundballen, Grasballen, nee. Silage. Okay, da muss ich nachher mal gucken, was ist, weil ich habe ja auch hier so einige hier drin, wo ganz normale Silage nur ist, Grassilage. Da muss man nachher einfach mal gucken, wofür wir die Grassilage auch gebrauchen können, ne? Oder wir fahren die normale Grassilage dann erstmal verkaufen. Aber was wir definitiv brauchen, wir haben ja jetzt auch Mais-Silage. Müsste ich mal in Erfahrung bringen. Hier müssen wir ein bisschen vorfahren. So. Ah, okay. Jetzt lädt er nicht mehr ab. Wartet das schon? Nee. Wieso bleibt er denn da immer stehen? Da passt doch noch eine Menge rein. Pass mal auf. Kornschieber links. Kann man auch rechts machen? Rechts. Können wir auch mal so stehen lassen. Ganz komisch, ne? Also der... Ha. Muss man immer wieder drauf drücken. Warum auch immer. Überfragt, ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall, die haben ja jetzt Zeug. So, und die steigen auch, hier, das ist gut, Gülle, Milch produzieren die ja nicht, die tun wir nachher einfach gewinnbringend verkaufen. So, die Mais-Silage muss ich mal gucken, wenn die fertig ist, ob wir die auch in dem Sinne verfüttern können, zum Beispiel an die Schafe oder so, müssen wir mal gucken. Oder ob wir die auch zu den Kühen geben können, müssen wir, wie gesagt, dann mal in Erfahrung bringen. So, wie gesagt, das dazu. Und jetzt gehen wir mal gerade hier hinten aufs Feld, weil ich mal gucken will, wie es da aussieht. So, wie sieht's hier aus? Auf der Wiese. Wann bekomme ich hier denn nichts angezeigt? Hatte ich die wieder verkauft, die Wiese?
Nee, die ist in unserem Besitz. Ja, komm, weißt du was? Dann machen wir mal Gras an. Ach, lol. Der zeigt mir gar nichts an hier auf der Wiese, ne? Naja, vielleicht wäre der da mal sinnvoll. Ich würde dann diese Wiese... hier. Muss gepflügt werden. Warum der auch nur hier einen Trigger hat. Hier in der Mitte hat er keinen mehr. Aber hier vorne zeigt er mir eine Feldinfo an. Ah, auch nicht schlecht. War ein bisschen komisch, aber gut. So. Das haben wir. Auf jeden Fall. Wenn wir die gemäht haben, dann werden wir auf jeden Fall mal die auch pflügen in dem Sinne. Ja, die Schafe, die haben auf jeden Fall noch was. Da hatte ich eben mal noch schnell bei gesehen. Die Maisilage ist bei 80%. Das ist gut. So. Dann. Hittertfeld ist auch fertig. Gut, jetzt pH-Wert, der ist was schlechter. Aber mein Gott. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Hittert hier muss auf jeden Fall dann gepflügt werden. Ja, die Frage ist, was machen wir hier mit dem Feld 6, ne? Was machen wir hier mit? Das ist ja nicht groß. Da könnten wir noch bebauen. Und da würde ich mal euch mit dem Boot holen. Und zwar, was machen wir hier auf dem Feld 6? Guckt mal, ich bin mal jetzt hier im Baumenü. So, das, ja, kann man so jetzt gucken, ne? Also, das ist das Feld 6 hier. Wir haben in der Theorie hier hinten eine Einfahrt, Ausfahrt hierhin und hier auch. Wir könnten da die Fläche hier irgendwie gerade ziehen zum Beispiel. Und dann könnten wir hier was drauf bauen. Aber was? Ne? Was ist die große Frage? Ne? Ich habe gewisse Gebäude oder Produktionen hier mit drauf, die mir natürlich auch hier drauf zum Beispiel platzieren könnten. So, in dem Falle habe ich jetzt hier dieses Pack von Oma Tana mit drauf. So, und diese Produktionen hier, ne, diese Gebäude, die nehmen ja gar nicht so viel Platz weg. Die könnten wir jetzt sogar noch auf den Hof irgendwo hin platzieren. Mir geht es aber um was anderes. Wie steht ihr dazu? Sollen wir uns hier so einen Vermender noch dahin bauen, wo wir dann einfach nur Gras reinfahren, wo wir dann direkt Silage bekommen? Oder was sollen wir hinmachen? Sollen wir eine normale Bäckerei, sollen wir eine Produktion hier drauf bauen? Oder sagt er, oder hier zum Beispiel, hier so ein Verkaufsstand für Stroh, oder nicht Verkaufsstand, sondern eine Produktion für Stroh, die wir dann gewinnbringend verkaufen können, die Dinge? Oder sollen wir uns einen Komposter hier hinbauen? Ne? Das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare hauen. Eine BGA, erstens mal habe ich für eine BGA absolut nicht genug Geld. Ne? Wäre aber natürlich, wir können uns hier so eine kleine BGA dahin machen, zum Beispiel. Ne? Eine eigene kleine BGA. Das könnten wir machen. Ne? Aber haut mir gerne mal diesbezüglich eure Meinung unten in die Kommentare. Wir haben hier noch eine Mühle. Oh, hier die Standard. Hier noch ein Mod. Was haben wir hier? Schneiderei bringt uns nicht viel was. Wir bräuchten, wenn eine Spinnerei. Weil wenn wir ja Wolle bekommen. Ne? Molkerei, Schreinerei, Spinnerei. Ja, also wie gesagt, da oder Mistproduktionsstelle. Ach Gott, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Wir könnten hier überschüssiges Stroh reintun und bekommen dann Mist raus.
Ne? Also wie gesagt, das könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wie, wo, was, ne? Das würde mich auch mal sehr interessieren, was ihr meint. Entweder wir bauen da wirklich Produktionen drauf oder erweitern unseren Hof sozusagen. Oder wir pflanzen da ganz einfach was Neues an und gut ist. Ne? So, und wie gesagt, ich werde jetzt mal hier gerade noch rübergehen zu der Wiese, mal gucken, wie es aussieht. Und dann auf jeden Fall machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich mache mir mal gerade noch so ein paar Gedanken, wie wir in der nächsten Folge weitermachen. So, hier sieht auch aus. Ja, die Wiese haben wir doch auch, oder nicht? Ja, ja, haben wir. Alles klar. So, wie gesagt, das ist ja alles hier am Kommen. Ne? Warum die Feldinfos hier nicht so wirklich angezeigt werden, kann ich euch in dem Fall auch nicht so genau sagen. Aber ist ja nicht schlimm. Wir sehen es ja, wie es aussieht. Ne? Gut, so, ich sage danke für das Einschalten. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr da Vorschläge, Tipps und Tricks habt, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr mich gerne kostenlos unterstützen wollt, könnt ihr gerne noch ein Däumchen da oben da lassen. Da freue ich mich drüber. Und natürlich auch hier in der Mitte seht ihr auch noch da. Ne? Da. Da irgendwo müsste dann in der Mitte mein Logo sein. Wenn ihr da einfach mit der Maus oder so drüber geht und ihr habt noch nicht abonniert, lasst mir auch gerne noch ein Abo da. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Braucht nichts dafür zu bezahlen. Alles kostenlos. Nur mal ein, zwei Klicks und das war's. Ne? Dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Schön die Glocke anmachen und dann lübt der Hase. Ne? Ich sag Dankeschön fürs Einschalten und wir gehen jetzt einfach hier quer durchs Feld und ich sag einfach bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.